Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich draußen den Leuten und heute habe ich Ivan vor mir, Ivan der Freimaurer. Ivan, wer bist du? Ja, ich heiße Ivan Vojnikov und der Name kommt daher, dass mein Vater Bulgare ist. Ich bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen, in der DDR sozusagen noch. Habe dann nach der Wende Philosophie studiert und Germanistik zwischen 1990 und 96. Habe dann eine selbstständige Tätigkeit begonnen. Bin Trainer für Erste-Hilfe-Kurse jetzt, gebe auch Ethikunterricht und Gemeinschaftskunde in der Altenpflegeausbildung. Ja, das ist grob gesagt meine Biografie im Sinne der Arbeit. Du hast ja auch zwei, drei Broschüren oder Bücher veröffentlicht über die Freimaurerei, wenn ich das richtig gesehen habe. Da kommen wir schon zu der nächsten Frage. Du bist ja Freimaurer aus Überzeugung, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Du bist der einzige Deutsche hier, also der deutsche Freimaurer, der einen Kanal hat und für die Freimaurer spricht, aber halt auch Kritik an die Freimaurerei hat. Wie bist du zur Freimaurerei gekommen? Also, bevor ich dir das verrate, muss ich ganz kurz ein bisschen korrigieren. Ich bin nicht der einzige deutsche Freimaurer, der einen Okay. YouTube-Kanal hat. Es gibt noch andere. Es gibt auch sehr gute Podcast-Kanäle. Also, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht der Einzige. Aber gut, auf deine eigentliche Frage zu kommen. Es passte in meiner Biografie im Grunde genommen, mehrere Sachen sind aufeinander gekommen. Ich war in dem Alter, wo man vom Jugendlichen zum jungen Mann wird, wo man langsam erwachsen wird. Also in die Zeit ist genau auch die Wendezeit reingefallen. Ja, ich bin mit 18 noch eingezogen worden zum Wehrdienst und dann habe ich praktisch die Wende ein bisschen so aus der Kaserne raus miterlebt. Und als ich rauskam, im Januar 1990, war dann die Welt eine andere geworden, könnte man sagen, ja. Viel Sinnsuche war da für mich in mehrfacher Hinsicht und dann habe ich begonnen zu studieren und in der Zeit, als ich noch sehr jung war, 22, bin ich eben auch Freimaurer geworden. Es war also eine mehrfache Sinnsuche im Spiel, könnte man sagen, und die Freimaurerei ist eben ein Aspekt davon und heute bin ich 30 Jahre jetzt Freimaurer. Also im November hat sich zum 30. Mal gerundet, sozusagen, mitgebracht. Ja, warst du als Kind schon spirituell unterwegs? Also bist du religiös aufgezogen worden, auferzogen worden? Nee, das definitiv nicht. Ich bin ein ganz typisches DDR-Kind. Meine Mutter war in der SED Mitglied. Die hatte da zwar keine Funktion in dem Sinne. Die war Lehrerin, später Studienrätin am Herder-Institut. Das ist dasselbe wie, oder das ist das Pendant zum Goethe-Institut in Westdeutschland gewesen. Also Deutsch für Ausländer. Dort hat sie gearbeitet in einer höheren Funktion. Sie war also Mitglied in der SED. Das war fast, kann man sagen, unumgänglich, ohne dass sie da irgendwie besonders aktiv gewesen wäre. Mein Vater kommt auch aus einem eher Arbeiterklasse-Haushalt, könnte man sagen. Also mit Religion hatten meine Eltern nicht viel am Hut. Auch meine Großeltern nicht. Also ich bin eigentlich areligiös quasi aufgewachsen, habe dann allerdings in dem Alter, also nicht als Kind, aber ich würde sagen als Jugendlicher, doch ein Interesse dann entwickelt an Religionen, insbesondere am Christentum natürlich, ist klar, ist naheliegend erstmal. Und bin dann, was schon zu DDR-Zeiten ein bisschen ein heißes Ding war, weil das nicht so gern gesehen war, bin ich dann einfach in die junge Gemeinde gegangen, in der Nikolaikirche in Leipzig, bei dem Pfarrer Führer, der später dann eine der federführenden Figuren oder Personen in der Wendezeit bei den Demonstrationen und Friedensgebeten gewesen ist. Der Pfarrer Führer war wirklich ein wunderbarer Mensch. Habe ihn also als Jugendpfarrer kennengelernt. Er ist leider schon verstorben, relativ jung verstorben, vor einigen Jahren.
Und das war tatsächlich eine echt prägende Persönlichkeit, eine von mehreren in meiner Jugendzeit. Aber er steht ein bisschen für das, auch ein bisschen für das Spirituelle, aber vor allen Dingen auch für das Religiöse. Sehr intensiv, soweit man sich als 15-Jähriger, sag ich mal, oder 14, 15-Jähriger mit Religion intensiv damit auseinandergesetzt, war in dieser jungen Gemeinde als einziger Nicht-Christ quasi. War mal lustig, weil die am Anfang dachten, die jetzt wird die Stasi total unverschämt, jetzt schickt die schon Kinder hier rein. Aber ich habe dann gesagt, Leute, ich bin nicht von der Stasi, dann würde ich es vielleicht anders machen, aber ich habe mit Stasi nichts zu tun, mich interessiert es wirklich. Und dann habe ich dort auch Freunde gefunden und habe dann also tatsächlich über mehrere Jahre auch die junge Gemeinde besucht, weil mich das Christentum interessiert. Was für eine Frage, vielleicht kannst du das beantworten, aber damals, was hat dich da getrieben, dahin zu gehen? Also gab es da irgendwie eine ganz bestimmte, ich sage jetzt mal, entscheidende Frage, wo du gesagt hast, ich will das endlich mal beantwortet haben, oder bist du da einfach dann reingesprungen? Also ich meine, es muss ja irgendwie eine Motivation gegeben haben, zu sagen, jetzt gehe ich dahin und nicht zur FDJ. Oder warst du auch in der FDJ? Natürlich, doch. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn deine Mutter bei der SED war, dann warst du natürlich auch FDJ. Also im Grunde genommen waren alle Jugendlichen in meinem Alter auch in der FDJ, bis auf einige Ausnahmen natürlich, die Kinder von Fach vielleicht nicht unbedingt, aber das nee, ich war natürlich ganz normales FDJ-Mitglied auch und habe dort auch meine Erfahrungen gesammelt und die waren teilweise auch ein bisschen krude und ein bisschen stressig. Ja, ich hatte da auch das erste Mal Berührung mit Staatssicherheit, die mich vernommen hat und so was, aber das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt, das haben alle in meiner Generation mehr oder weniger irgendwie erlebt. Nee, aber deine Frage nochmal, wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, die wichtigen Dinge im Leben passieren aus gewissen Impulsen heraus, was normale Menschen als Zufall bezeichnen würden. Und ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, das sind wirklich echte Fügungen, die unser Leben lenken. Was aber nicht heißt, dass ich nicht an Freiheit glaube oder freie Entscheidung glaube, aber darauf kommen wir später sicher nochmal. In dem konkreten Fall war es so, es gab an der Kirche ein sehr berühmtes Schild, was auch heute noch dranhängt, übrigens, Kirche offen für alle. Und es war ein bisschen eine Provokation auch zu DDR-Zeiten, dieses Schild, Kirche offen für alle. Und das haben die extra draußen drangehängt, also am Seitenflügel der Kirche, wo eben dann auch die junge Gemeinde sich getroffen hat. Da gibt es so einen Seiteneingang. Und dann bin ich dort vorbeigegangen, dachte, wenn die Kirche offen ist für alle, dann darfst du da auch reingehen. Und dann bin ich reingegangen und dann haben die mich erstmal schräg angeguckt und haben gesagt, was willst du hier? Und sagen, ja, draußen steht ein Schild, Kirche offen für alle und ich möchte gern wissen, was ihr hier macht. Und das war also wirklich ich bin dort vorbeigelaufen, habe das Schild gesehen und habe gedacht, jetzt gehst du da rein. Das war die Begegnung. Und ähnlich war es mit der Freimaurerei. Das ist ja eine lustige Geschichte gewesen mit der Freimaurerei. Ich hatte ein paar ganz, ganz diffuse Kenntnisse über Freimaurerei, eigentlich keine richtigen Kenntnisse, nur dass es das irgendwie gibt und dass das irgendwas so Geheimnisvolles ist und dass die alle da irgendwelche Ringe tragen oder irgendwie geheimnisvolle Zeichen machen, also so wie es wahrscheinlich vielen Leuten geht heutzutage, die auch sagen, Freimaurerei ist irgendwas ganz merkwürdiger Geheimbund. Und ja, und dann bin ich folgendermaßen zur Freimaurerei gekommen. Also in der Wendezeit, in der DDR gab es ja keine Logen. Ja, in der DDR gab es keine Logen. Und in der Wendezeit oder nach der Wende haben die westdeutschen Logen beschlossen, die Logen auf dem Gebiet der DDR quasi wieder zu beleben. Ja, die alten Logen. Also haben viele Logen in Westdeutschland gemacht, die haben sich dann praktisch angeschaut, wo gab es früher Logen, für welche Loge wollen wir eine Patenschaft übernehmen und so weiter und so fort. Darf ich kurz unterbrechen? Das heißt also, die Freimaurer haben nicht irgendwie heimlich in der DDR agiert? Doch, aber nicht mehr zu dieser Zeit. Die waren dann einfach aus biologischen Gründen quasi schon ausgestorben. Aber okay, ich habe jetzt gedacht, dass die vielleicht noch irgendwie sich heimlich getroffen haben, um dann... Das haben die gemacht, aber eben nur bis ungefähr in die 70er Jahre. Ja, aber danach auf jeden Fall, aber danach war auf jeden Fall tot. Dann war es tot. Dazu kann ich dir
Dazu kann ich dir auch gleich noch was sagen. Also bloß mal die eine Geschichte noch zu Ende erzählen, die ich mache es aber kurz. Die westdeutschen Logen hatten beschlossen, die Logen auf dem Gebiet der DDR, der noch DDR kann man sagen, wieder zu beleben und sind dabei auch relativ unkonventionelle Wege gegangen, was also für die Freimaurerei eigentlich untypisch ist. Es wurde eben zum Beispiel auch annonciert in der Zeitung. Und ich habe tatsächlich, ist mir durch so eine Fügung, ich will das nicht Zufall nennen, durch so eine Fügung, eben so eine Tageszeitung in die Hand gekommen, wo eine Anzeige dort da war, eine ganz kleine Anzeige, ja, vielleicht so von der Größe irgendwie. Was ist Freimaurerei? Interessierte Herren schreiben an und dann gab es eine Adresse. Und da habe ich hingeschrieben und dann habe ich eine Antwort bekommen. Und so bin ich letztendlich an die Loge geraten in Hannover, Friedrich zum Weißen Pferd heißt diese Loge, das ist eine der ältesten und bedeutendsten Logen in Deutschland. Und so habe ich Kontakt zu dieser Loge gefunden und nach einem gewissen Briefwechsel und auch persönliche Einladung und so weiter bin ich letztendlich dort initiiert, in Hannover noch. Und dann haben wir zusammen mit anderen Interessenten und Suchenden und Neufreimaurern in Leipzig, Brüder in Hannover und die Leipziger haben zusammen dann die Loge hier in Leipzig, in der ich bis heute auch Mitglied bin, Minerva zu den drei Palmen heißt, die ist auch eine ganz alte Loge, die haben wir dann wieder aufgebaut und wiederbelebt. Okay. Ja. Was sagt, achso, deine Frage zur DDR wollte ich noch beantworten. Ja. Es ist tatsächlich ein etwas unerforschtes Gebiet. Vielleicht wollen sich ja mal irgendwelche jungen Wissenschaftler, Geschichtler, Forscher, wie auch immer, der Sache mal annehmen. Es ist ein sehr eigenartiges Thema. Es war so, in der NS-Zeit war die Freimaurerei verboten, das wissen wir alle, bis 1945. Und dann haben sich in den verschiedenen Besatzungszonen Deutschlands, also westdeutsche, französische, amerikanische und englische Besatzungszone, da wurde die Freimaurerei quasi sehr schnell wieder installiert. Meistenteils natürlich mit älteren Brüdern, die jetzt eben nicht mehr zum Krieg eingezogen worden waren und so weiter, aber auch mit Hilfe von Freimaurern aus diesen drei genannten Ländern, ja, ist die Freimaurerei wieder sehr schnell installiert worden nach 1945. In der sowjetischen Besatzungszone gab es auch nochmal Gründungen, also Wiedergründungen und sogar auch Neugründungen. Und das ist ein sehr, sehr unerforschtes Thema. Ich habe da was völlig Abgefahrenes dabei, das kann ich dir nachher mal zeigen. Also ich habe zum Beispiel einen Logenpass und ein Bijou von einer Leipziger Loge, die nach 1945 existiert hat. Niemand weiß was richtig über diese Loge, die muss aber über 60 Mitglieder gehabt haben, das kann man diesem Logenpass entnehmen. Und erst später, eigentlich kann man sagen, mit Gründung der DDR ist die Freimaurerei dann praktisch wieder passé gewesen. Aber es gab viele Versuche, auch hier wieder die Freimaurerei im Osten quasi zu installieren. Und interessanterweise hat die sowjetische Besatzungsmacht, so will ich das mal sagen, das relativ tolerant sogar zugelassen. Für eine gewisse Zeit. Für eine gewisse Zeit. Ja, das heißt also, kann man daraus schlussfolgern, dass eigentlich in der Sowjetunion eigentlich so gut wie gar keine Freimaurer gegeben hat? Davon gehe ich aus. Also Lenin und Stalin hatten ja die Freimaurerei definitiv als was Böses abgetan und verteufelt. Also im ganzen Ostblock gab es offiziell keine Freimaurerei. In keinem der Ostblock-Länder, könnte man sagen. Also die Sowjetunion nicht, in der DDR nicht. In der DDR war es so, dass natürlich, also man hatte ja ein bisschen moralisches Problem, die Freimaurerei jetzt nach den Nazis zum zweiten Mal zu verbieten. Ja? Das war ja das Problem der Kommunisten. Man sagt, die Freimaurer waren verboten in der NS-Zeit, wir verbieten sie jetzt nochmal. Also hat man da einen Ausweg gefunden und hat im Grunde genommen ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, wie man so schön sagt, argumentiert und hat gesagt, naja, die Freimaurerei ist ja nichts Böses. Freimaurer sind in Ordnung, aber sie sind quasi überflüssig geworden, weil ja im Sozialismus und später im Kommunismus
die Persönlichkeit, der freie Mensch braucht keine Freimaurerei mehr. Also die Werte, die aufklärerischen Werte der Freimaurer sind ja sozusagen im Sozialismus dann schon verwirklicht. Und deswegen ist es quasi überflüssig. Also die Freimaurerei wurde in dem Sinne nicht nochmal verboten, sie wurde bloß nicht wieder zugelassen, als etwas Überflüssiges abgetan. Ja, so wurde argumentiert im Grunde genommen. Und deswegen wurden Freimaurer auch nicht verfolgt oder sowas. Ja, also wir haben zum Beispiel Dokumente von unserer Loge, dass bis in die 70er Jahre sich die Brüder noch getroffen haben, in Gaststätten, im Club der Intelligenz, so hieß das. Also so haben die das nicht genannt, sondern das Ding hieß so, dieser Club, das war so ein ja, Gesprächsclub, dann aber auch in verschiedenen Leipziger Gaststätten haben die sich getroffen und haben ja ihre Freundschaften weitergeführt, haben vielleicht auch ein bisschen freimaurerisch gearbeitet, so unter der Hand. Also wir haben Fotos, wo dann der Hammer vorne noch auf dem Tisch liegt, woraus man schließen könnte, dass doch ein bisschen Freimaurerei noch betrieben worden ist, ein bisschen gedeckt, sage ich mal. Aber irgendwann kam das biologische Ende der einzelnen Brüder, die sind einer nach dem anderen ist dann eben gestorben. Ne? Und neu initiiert haben die aber nicht. Also die haben keine neue, in der DDR gab es keine Aufnahmen von Brüdern, aus meinem Kenntnisstand. Vielleicht gab es welche, aber ich weiß es nicht. Wie ist das eigentlich heute? Ist die Freimaurerei dann jetzt mehr installiert in Russland oder im Osten generell, also auch in China zum Beispiel, asiatischer Raum? Weißt du was darüber? Ja, also ein bisschen was weiß ich darüber. In China, Mutterland China, also Volksrepublik China, gibt es offiziell keine Freimaurerei. In Hongkong sehr wohl, auch in Taiwan. Es gibt eine chinesische Großloge, die aber quasi im Exil ist, in Taiwan. Unter englischer, also du kennst die Geschichte von China, es war ja englische Kolonie und so weiter und fort, ja. Und in diesen Gebieten, Hongkong und Taiwan und so weiter, ist Freimaurerei nach wie vor präsent, sogar sehr gut integriert in die Gesellschaft. Im Mutterland China gibt es aber offiziell keine Freimaurerei, genau. Haben die eine Was die aus. Alternative? Also haben die eine Alternative zu der Freimaurerei? Ich meine, bei denen ist ja, glaube ich, Konfuzius vorherrschend. Na, religiös, ja, aber du weißt, wie in China mit Religion umgegangen wird. Ja. Also wie man das von sozialistischen oder kommunistischen Ländern kennt. Religion wird als sowas ja, Historisches vielleicht gesehen. Es wird so eine Art Disneyland draus gemacht, ja. Also ich hatte jetzt letztens gerade einen kleinen, eine sehr gute Doku vom ZDF gesehen über China, über wie es im Moment mit der Überwachung dort läuft und mit dem Sozialkredit. Punktesystem, was sie einführen wollen und so weiter. Und da war auch eine Passage über die Uiguren enthalten in dieser Doku. Und die Uiguren sind ja Muslime, die so in der Mitte des Landes angesiedelt sind und die werden also quasi, ja, in gewisser Weise verfolgt. Also sind wohl auch viele in irgendwelchen Lagern. Und diese Lager heißen aber in China, Bildungszentren, Bildungspark. glaube ich. Die sind in solchen Bildungszentren untergebracht, Weiterbildungszentren. Naja, das sind wir schon beim Thema Sprache. Ich kann das aber auch nicht beurteilen, bin jetzt nicht der China-Kenner, aber in diesem Beitrag wurde zum Beispiel auch gezeigt, dass trotzdem diese uigurische Kultur dort quasi, da können dann Touristen hinfahren und sich anschauen, wie die dort in traditioneller Kleidung ihre traditionellen Instrumente spielen und ihr traditionelles Essen kochen. Also so in der Art wird dann praktisch damit umgegangen. Ja, und vielleicht gibt es ja dann auch mal irgendwelche freimaurerischen naja, das war nur ein Spaß jetzt. Ja, Das wollte ich klar, klar. Klar, jetzt sind wir ja schon mittendrin bei den Freimaurern. Ich wollte dich eigentlich noch was ganz anderes vorher fragen über dich selber, weil das interessiert mich schon. Was motiviert dich im Leben generell? Also, was ist so dein Antrieb im Leben? Also klar, das ist einmal die Freimaurerei, einmal, was du essen tust und solche Sachen, aber... also ich meine, dass man isst und schläft und trinkt und keine Ahnung, was macht, spazieren geht, sind ja eher biologische Dinge, die macht jeder andere auch. Aber ich glaube, dass unser Leben einen Sinn hat. Ich glaube, dass unser Leben einen Sinn hat und dass wir auch eine Aufgabe haben. Ich glaube, jeder von uns hat eine Aufgabe,
Und im spirituellen Sinn meine ich das jetzt ganz klar. Ich rede nicht davon, dass man die Aufgabe hat, arbeiten zu gehen oder seine Kinder großzuziehen. Das sind auch sehr wichtige Aufgaben. Aber ich glaube, es gibt was darüber hinausgehendes. Und ich persönlich glaube auch an Reinkarnation. Also ich denke, dass unsere Seele unsterblich ist. Und ich glaube, dass diese unsterbliche Seele sich so lange reinkarniert, bis die Aufgabe erfüllt ist, die sie zu erfüllen hat. Kennst du deine Aufgabe? Also, du musst es nicht Ich habe äußern, eine das ist gewisse schon klar. Ahnung. Ich habe eine gewisse Ahnung, aber also ich kenne meine Aufgabe nicht in dem Sinne, dass ich vor mir jetzt einen Zettel liegen habe, wo die draufsteht. Oder ich hatte auch noch nie eine Erscheinung, dass dann ein Erzengel mir erschienen ist und gesagt hat, deine Aufgabe ist es, dies und das zu tun. Also so nicht. Aber ich habe so eine Art Bauchgefühl, was meine Aufgabe ist. Und die würde ich sehr allgemein mit dem Begriff Kampf umschreiben. Also interessanterweise ist es schon mal so, dass mein Nachname Wojnikow von Wojnik kommt. Wojnik oder Russisch Wojna oder Bulgarisch Wojna heißt Krieg. Der Wojnik ist sozusagen der Krieger. Also wenn man meinen Nachnamen übersetzt ins Deutsche, wäre der Nachname Krieger oder Soldat Und Ivan? oder Wächter von mir aus. Und Ivan ist der Eibenbogenschütze. Das hat auch wieder was mit Krieg zu tun. Und ich bin nebenbei bemerkt auch, liebe es auch Bogen zu schießen, auch andere Waffen zu schießen. Ich bin also in dem Sinne kein Pazifist. Verächter von Waffen. Pazifist ist was anderes. Ein Pazifist ist jemand, der Krieg ablehnt, aus meiner Sicht. Und ich finde jede kriegerische Handlung völlig, also wenn sie sich vermeiden lässt, sollte man sie auch vermeiden. Ja, also ich bin jetzt kein Befürworter, irgendwie unreflektierter Befürworter von Krieg, gar nicht, im Gegenteil. Aber ich schließe es als ethische Option auch nicht aus, zu kämpfen und Krieg zu führen. Also in dem Sinne bin ich kein unreflektierter Pazifist oder sowas. Okay, Ich gut. denke, dass es völlig okay ist, zu kämpfen. Es ist auch völlig okay, jemanden zu töten, wenn es sein muss. Also Notwehr. Nicht nur Notwehr. Es gibt viele Optionen, warum jemanden anderen töten könnte, töten können muss und auch töten muss. Ah, das ist jetzt ein Das kann heikles auch die, Thema. das kann auch die, ja, natürlich ist ein heikles Aber hast du da Thema. ein Beispiel dafür? Also ich sage ja Notwehr, wenn mich oder meine Familie angegriffen wird und ich weiß, hey, die sterben jetzt gleich, wenn ich ihn nicht töte, dann ist es mein Recht. Absolut. Aber Aber ansonsten würde mir keine Möglichkeit einfallen. Ja, sorry, ist jetzt halt. hast du ja schon eine Erweiterung gemacht. Du hast ja jetzt schon gesagt, mich oder meine Familie. Ja, Ne? okay, gut, Also ja. Notwehr im Ja. eigentlichen Sinne ist, wenn du dich selbst verteidigst. Ja, Aber stimmt. hier sind wir schon, und hier sind wir schon an einer Erweiterung und wir sagen natürlich, wenn jemand mein Kind angreift, oder meine Frau oder meine Eltern oder Geschwister oder wie auch immer, werde ich natürlich genauso Ja, gut, dann für ja. da sein, die beschützen. So, und jetzt kommen wir an die nächste Frage. Wie weit ist denn dieser Kreis erweiterbar? Und ich sage dir, dass ich für einen guten Freund und eine gute Freundin auch dasselbe tun würde. So, also du siehst schon an dieser kurzen Diskussion, dass es durchaus das Recht gibt zu töten, aus meiner Sicht. Man kann natürlich andere Wege gehen und ich habe sehr großen Respekt vor all den Menschen, die sich auch selbst lieber töten lassen würden und selbst daneben stehen würden, wenn ihr Kind getötet wird, weil sie diesem ethischen Prinzip des Nicht-Tötens sich verpflichtet fühlen. Vor diesen Leuten habe ich unglaublichen Respekt. Also ich schätze sie nicht als Idioten ein oder irgendwas. Ich persönlich habe aber eine andere Ethik. Und die ist auch ein bisschen telemisch, denn du kennst das lieber aus, der Mensch hat das Recht, jene zu töten, die ihm Genau. die Rechte und so weiter streitig machen wollen. Aber darauf kommen wir später nochmal. Ja, okay. So, meine letzte Frage, die es dich direkt betrifft, ist, also jetzt über deine Person, was hat dich im Leben bisher am meisten beeindruckt? Also wo du sagst, das wäre das und das, weil dir das sofort einfällt. Ja, das, also natürlich fallen mir jetzt sofort die Dinge ein, die relativ platt und ja, allgemein klingen, die Geburt meiner Kinder zum Beispiel. Ja?
Ich habe drei Kinder und bin auch bei der Geburt dieser Kinder dabei gewesen. Und es ist einfach ein unglaubliches Glücksgefühl. Ja, was heißt Glücksgefühl? Es ist Wahnsinn. Es ist einfach verrückt zu sehen, wie neues Leben entsteht oder entstanden ist und dann zur Welt kommt. Ne? So, das wär zum Beispiel eine Antwort. Beeindruckt haben mich aber auch viele magische Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Ich glaube, wie gesagt, nicht an Zufälle. Und wenn man diese Gewissheit erstmal errungen hat, dass nichts zufällig geschieht, nimmt man die Welt auch anders wahr, auch in vielen Kleinigkeiten. Ja, Ralf Tegtmeier, den ich letztens interviewt habe, brachte ja dieses Beispiel, was Magic betrifft, mit dem rosa Luftballon am Himmel. Ach so, Das ist in ja. meinem Interview. Also wer das jetzt nicht kennt von deinen Zuschauern, der müsste sich das jetzt mal anschauen. Aber genau solche Erlebnisse habe ich auch sehr viel in meinem Leben gehabt. Manche relativ klein und unscheinbar, manche auch etwas krasser irgendwie. Und ich bin also immer wieder wahnsinnig überrascht, wenn diese Momente wieder auftauchen, die mir persönlich bestätigen, dass also dieses Leben und diese Welt, in der wir leben, nicht zufällig ist, sondern alles sich ineinander fügt. So würde ich Alles das klar. vielleicht beantworten. Ne? Alles klar. Gut, dann war das mal der erste Teil und der zweite folgt sogleich.